Hallo und herzlich willkommen zu Rainbow Six Vegas 2, einem neuen Let's Play von mir. Und wir fangen gleich damit an, dass wir uns auf dem Startbildschirm befinden, wie es normalerweise auch üblich ist. Unsere ersten Schritte werden sein, wir werden einen Charakter erstellen für unsere Kampagne. Und dann werden wir ganz gemütlich drauf losspielen. So, ich muss einmal kurz die Lautstärke noch leiser drehen. So, ich denke mal, das ist akzeptabel für meine Ohren. So, dann starten wir erstmal. Wir wählen, was nehmen wir denn? Nehmen wir einen weiblichen oder einen männlichen Charakter? Nehmen wir mal einen weiblichen Charakter. Ich glaube, das lassen wir mal sein. Wir nehmen lieber einen männlichen Charakter. So, dann fangen wir mal mit dem Gesicht an. Da stehen 8 Gesichter zur Auswahl. Und man kann auch eine Kamera benutzen. An der Xbox wäre das die Xbox Live Vision Cam. Hier ist es die Webcam des PCs. Ja, welches Gesicht nehmen wir denn mal? Ah, nehmen wir mal den hier. Ach nee, gefällt mir doch nicht. Nehmen wir den? Nee, wir nehmen den Standardcharakter hier. So, Gesichtsbehaarung. Ich denke, wir nehmen so einen schönen, stylischen Vollbart hier. Und dazu eine schöne Gesichtstarnung, wo es auch insgesamt 12 Stück von gibt, wobei eins ohne Bemalung ist. Wir nehmen einfach die hier. So, dann drücken wir auf Akzeptieren. Die Einstellungen sind soweit alle in Ordnung, denke ich mal. Ja, vorwärts bewegen, ja, das ist alles in Ordnung. Wunderbar, alles auf vollen Einstellungen. So, dann gehen wir auf meinen Charakter, denn wir spielen ja nicht einfach so drauf los, denn wir sollten uns eine Ausstattung zusammenstellen, eine Ausrüstung. Und dann gehen wir erstmal auf Ausrüstung, gehen auf Story Terroristenjagd und gehen hier auf Sturmgewehre, nehme ich dann mal die AKS-74U, meine Lieblingswaffe, mit einem großen Magazin und das PSG-1 mit einem, ach verdammt, mit einem sechsfachen Zielfernrohr. Das reicht völlig aus. Dann gehen wir und schauen wir einfach mal. Raging Bull möchte ich, glaube ich, gerade nicht. Obwohl die schon Wumms hat. Schaden 9. Reichweite 8. Präzision 6. Aber ich am Überlegen, was nehmen wir denn am besten? Ach, wir nehmen die 92 FS mit einem großen Magazin. So, Splittergranate ist wichtig. Und eine Brandbombe nehmen wir mit. So. Gegeneinander. Das folgt später irgendwann mal. Vielleicht in einem Special oder sowas. So, dann gehen wir auf Panzerung. Ich nehme grundsätzlich keine Panzerung. Grundsätzlich heißt bei mir, ich habe das Spiel schon mal gespielt. Und zwar von 2008 bis 2009 auf meiner Xbox. Und da war ich halt viel am Spielen. So. Können wir den so lassen? Ich glaube, den können wir so lassen. Machen wir nochmal Navy Tarn. Oder was nehmen wir? Ach, ich nehme Wald Tarn. Oder?
Schneetarnnehmer. So. Damit wir auch unsere Leute auseinanderhalten können, beziehungsweise von den Gegnern unterscheiden können. Weil, wenn wir die Story gleich starten, dann zeige ich euch was. Wir sind nämlich nicht alleine unterwegs. Und so starten wir jetzt erstmal die Kampagne auf Einzelspieler. Neues Spiel starten. Realistisch. Ja, und da starten wir dann auch gleich in der ersten Mission. Verhandlungen. Das Pyrenäen-Observatorium hoch über den Wolken liefert wichtige astronomische Daten. Verdammt. Jetzt ist der Text weg. Auch nicht schlecht. So. Ubisoft präsentiert. Nur ein wahrer Anführer geht durch den dunklen Wald der Niederlage und tritt dann wieder bla bla bla. Vor 5 Jahren. So, für das Briefing zum unteren Beobachtungssteg vorrücken. Das ist unsere erste Aufgabe. Dann machen wir das auch gleich mal. Gut, wir können uns erstmal nur langsam bewegen. Wir können nicht sprinten, nix. Waffen können wir jetzt auch noch nicht auswählen. Die Grafik ist ja schon noch ein Tick geiler als auf der Xbox. Bishop, ist eine Weile her, Dee. Oh ja, Sie sehen anders aus. Ich möchte Ihnen unseren Unterhändler vorstellen, Lieutenant Monroe. Lieutenant? Unsere Geiseln waren hier, um einen neuen Funkturm einzuweihen. Revolutionäre Technik. Die EU ist bereits auf diese Station angewiesen. Das sind ambitionierte Männer. Sie werden reden wollen. Offen gestanden sind die Verhandlungen nur Ablenkung. Team Alpha ist vor Ort, Sie leiten Team Bravo. Wir umzingeln die Anlage und wenn beide Teams bereit sind, befreien wir die Geisel. Monroe hält sie auf, während wir uns bereit machen. Mal sehen, was unsere Rekruten können. Okay, so machen wir's. Bravo zu mir. Passen Sie auf sich auf. Sowieso. Neben diesem Zimmer befindet sich ein Versorgungssteg, der unter die Blockade führt. Der Unterhändler wird über Ihnen durchkommen. Gehen Sie alleine, leise. Ich ziehe Alpha aufs Dach. So, infiltrieren Sie die Verhandlungen und warten Sie auf Team Alpha. Gut, dann gehen wir mal los. Auf dem Steg patrouilliert nur eine Wache. Verstecken Sie sich und schalten Sie sie aus, wenn ich los sage. Das wird ja wohl das geringste Problem sein. Los. So. Wir haben so einige Möglichkeiten, und zwar können wir mit der gedrückten X-Taste, sofern ihr einen Xbox-Controller verwendet am PC, könnt ihr, wenn ihr die Taste gedrückt haltet, halt auswählen, ob ihr Schalldämpfer absetzen. Einzelschuss haben wollt, Schalldämpfer aufsetzen. Je nach Waffe, wir machen mal auf Einzelschuss. Und. Guter Schuss. Bishop macht den ersten Kill. Danke. Also geht die erste Runde wohl auf dich. Na supi, das hat ja gleich geklappt. So, neu formieren. Befehlen Sie Ihrem Team, sich neu zu formieren. Mit Steuerkreuz unten. Na nun, da sind sie ja. Gut. Dann folgen wir dem Pfeil und gehen mal nach unten. Schöne Aussicht. Von Scharfschützen niedergehalten. Nach den Plänen müsstet ihr voraus. Eindringen vorbereiten. Nehmen Sie das Team, hoch die Treppe und raus hier. Dann kann Alpha in das Gebäude eindringen. In Position. So. Mit LB kann man Feind markieren. Ziel erfassen. Erste Priorität. Er hat zweite Priorität. Ja, was machen wir als erstes? Wir werden mal. Einnebeln und räumen, verstanden. Genau. Einnebeln und räumen. Wunderbar sieht das aus. Oh, scheiße. Waren das jetzt unsere oder waren das deren Leute?
Na, ich weiß es nicht. Wir gehen jetzt erstmal weiter. Hierher. Gut, hier scheinen wir soweit sicher zu sein. Ja, also befinden wir uns hier oben in den Pyrenäen-Gipfeln. Novak, beeindrucke mich! Wir können Tangos erledigen, die sich hinter einer dünnen Deckung wie Holz, Riegel oder auch Blech befinden, indem wir einfach durchschießen. Gut. Warum einfach durchschießen, wenn man auch auf den Kopf schießen kann? Probieren wir mal aus. Hat ja geklappt. So. Da oben können wir hoch. Oh, nee, können wir gar nicht. Okay, dann gehen wir auch gleich weiter. Können wir eigentlich Waffen aufheben? Ja, wir können andere Waffen aufheben. Halten. Aber das brauchen wir nicht. Position halten. Folgen. Los, los, los. Ach, verdammt. Ich dachte, der reagiert jetzt auf meine Sprachkommandos. Aufreihen. Nein. Ach, Mann, Scheiße. Keller, jetzt du, eine Bedrohungsabschätzung. Jetzt habe ich ihn vergessen. Die Jungs haben ordentliche Ausrüstung, aber ihre mangelnde Erfahrung kommt durch. Wir können sie leicht in die Zange nehmen, wenn wir uns teilen. So, Tür öffnen. Nein. Ah, das hat mal nicht geklappt. Blind feuern. Bewegung! Spezialeinheiten. Ich muss mal kurz eine Einstellung ändern. Ich möchte keine Sprachsteuerung haben. Denn sonst bewegen die sich immer von selbst. Wenn ich dann irgendwie sowas sage wie los oder so. Ja, was haben wir hier? Hier haben wir eine Tür, dort haben wir eine Tür. Und es scheinen... Wo sind wir denn? Ach, da sind wir. Der eine Weg scheint zurückzuführen. Soweit mich nicht alles täuscht. Richtig. Gut, da kommen wir zurück. Moment, ich möchte einmal ganz kurz gucken. Nee, da kommen wir nicht rein. Okay, dann geht es hier jetzt weiter. Übrigens bringt hier Schleichen und sowas überhaupt nichts. Oh. Ach, verdammt. Dann werfen wir mal eine Granate rein. Ich bin in der Zone. Ich spüre es. Klasse. Aber denk an meine Worte. Jede Handlung hat eine Konsequenz. Nicht aufs Bauchgefühl verlassen, nachdenken. Ja, ich weiß. Keine Sorge. Also, wisst ihr Bescheid, nicht aufs Bauchgefühl verlassen, sondern nachdenken. Oh, das war laut. Hallo, mein Freund, und gute Nacht. Das war's mit dir. Das ist ja wohl das geringste Problem. Was? Das hat ja sogar... Das hat ja super geklappt. Sogar blind gesniped. Hätte ich jetzt nicht mit gerechnet. Seil! Sind auf dem Weg. Wir gehen mit dem Kopf voran. Okay, dann tun wir das. Und ich setze aber einen Schalldämpfer auf. Okay. Denn sonst sind wir ruckzuck, sind wir brei. So haben wir wenigstens nochmal die Chance, dass wir überleben, wenn wir getroffen werden. Weil wir vielleicht schnell genug wieder oben sind. Weil uns nicht jeder sieht. Ach, verdammt. Wo ist denn der jetzt hin? Los! Ich schieße auf mich! Kommt schon. Ah, verdammt. Das ist nicht gut. Flick ihn zusammen. Auch nett. Kann ich noch etwas schwören?
Das war knapp. Los, los, los! Beeilung! So, dann geht's auch gleich weiter. Wir befinden uns jetzt hier in einem Büro oder sowas. Oder ein Konferenzraum? Ja, ein Konferenzraum scheint das zu sein. Aber wir gehen erstmal weiter. Und zwar, welche Richtung ist richtig? Da ist nämlich eine Tür. Und